Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Projekt. Ihr seht es schon, Dark Souls 3 steht an. Und zwar blind. Blind insofern, dass ich nur den Anfang gespielt habe. Ein kleines Stück vom Anfang. Also bis zum Feuerbandschrein. Das ist recht am Anfang des Spiels. Wir wollen natürlich ein neues Spiel anfangen. Vorher muss ich noch kurz das Ganze auf Offline stellen. Also das Ganze ist schon auf Offline, perfekt. Ansonsten brauchen wir hier eigentlich gar nichts ändern. Neues Spiel. Also ich habe mit einem Ritter angefangen, glaube ich. Yes, indeed. Aber jetzt bin ich still. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Aldrich, Saint of the Deep. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Lord of the profaned capital. Yon the giant. The unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. So, das war's mit dem Intro. Meine Güte, das fing schneller an, als ich dachte. So. Name. Machen wir schnell einen Namen. Und das ist ganz easy. Natürlich Zeppi, wie immer. Wie auch in den anderen Teilen. Wir spielen natürlich einen Mann. Nehmen wir mal einen erwachsenen Mann. Klasse. Ritter, Söldner, Krieger. Das sind so die Standardklassen. Ritter ist so, ja, der Hau drauf. Charakter, eigentlich so der Anfängercharakter, den man eigentlich nimmt. Dann gibt es den Söldner, den Krieger. Die unterscheiden sich jetzt nur in den Werten und in den Stufen. Der Ritter ist bereits von Anfang an auf Stufe 9, Söldner auf 8, Krieger auf 7. Dann haben wir den Herold. Der ist auf 9. Der geht eigentlich sogar.
Dann der Dieb ist nur auf Stufe 5. Hat dafür aber den Glückswert sehr hoch. Das heißt, die Feinde lassen mehr Zeug fallen. Der Assassine ist auf Stufe 10. Das ist der ausgeglichenste Charakter. Bis auf Glaube ist er eigentlich super skaliert. So, wie er da kann so seine Richtung einschlagen. Er kann schon zaubern. Wir sehen auch immer da unten rechts, was er so bei hat. Ja, da sehen wir schon, dass er ein oder zwei Ringe hat. Dass er, wie es aussieht, sogar schon einen Zauberstab hat. Also man kann von Anfang an Zauber wirken. Der Zauberer selbst ist nur auf Stufe 6. Dafür ist Zauberei und Intelligenz extrem hoch. Wäre auch eine Überlegung. Ich glaube, der Pyromant ist sogar neu. Ich bin mir nicht sicher, ob es den in den alten Teilen auch gab. Aber ich glaube, das ist ein neuer Charakter. Stufe 8. Ja, hat direkt irgendeine Magie. Ich sehe nur so eine Hand. Ich denke mal, dass es Feuermagie ist, sonst würde er nicht Pyromant heißen. Vitalität, Belastbarkeit ist ein bisschen sehr weit unten. Glück ist natürlich auch sehr weit unten. Der Kleriker ist jemand, der Wunder machen kann. Und der Bettler ist auf Stufe 1, hat aber alles auf 10. Ja, das heißt, die ersten Level sind bei dem natürlich billiger. Ja, du kannst schneller aufsteigen, kannst in deine Richtung, in die du gehen willst, skalieren. Fängt aber mit einem Holzschild, Popolappen und einer Keule an. Ja, ist nicht so meins. Ich glaube, ich werde da übelst auf den Sack bekommen, wenn ich damit da als Bettler starte. Ich finde den Pyromant ja sehr interessant. Mich stört ein bisschen sein Glückswert. Also der stört mich sogar sehr eigentlich, aber ansonsten finde ich den ganz cool. Schade natürlich, dass ich hier... Ja, der Zauberer hat schon deutlich mehr Glück. Hat auch ein Schwert, ein Schild. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Der Dieb ist auch cool. Der ist aber eine Lusche leider. Level 5 erst. Hat aber natürlich viel mehr Glück. Die Gegner lassen viel fallen. Zauberer wäre auch cool. Der hält aber nicht allzu viel aus, hat dafür aber ein besseres Glück. Glaube ist auch nicht wichtig. Glaube braucht man als Kleriker, nicht wahr? Ja, also wenn man Wunder wirken will, braucht man Glaube. Glaube ist mir egal, der hat schon 2 Zauber von Anfang an. Ich will auf jeden Fall einen spielen, wo ich zaubern kann. Weil ich möchte auf jeden Fall Fernangriffe machen. Kondition ist auch nicht so gut, ne? Vitalität, Kondition, böse. Wir nehmen den Pyromant. Wir nehmen den Pyromant, ja. Begräbnisgeschenke, hier kann man sich dann aussuchen, was man haben möchte. Ich finde diesen jungen weißen Zweig, ja, man kann sich, hier junger weißer Zweig eines weißen Baumes, offenbar ein Zeichen der Freundschaft, gewährt Nutzung eines Imitationszaubers. Heißt, wir können uns in irgendeinen Gegenstand verwandeln. Das habe ich mit dem Ritter benutzt. Zum Beispiel in einen Grabstein und können dann als Grabstein durch die Gegend laufen und die Feinde bemerken uns nicht. Ja, ist aber jetzt auch nicht so geil. Was haben wir denn noch? Hier gibt es ja zig Sachen, wo ich gar nicht weiß, was wir damit machen müssen. Schwarze Feuerbombe, das benutzt er einmal, dann ist es weg. Göttlicher Segen, Ring des Lebens. Das gibt uns ein bisschen Trefferpunkte. Ja. Wäre gut. Herrenlose Seele, dann haben wir schon eine Seele. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Weil Ring des Lebens, ich bin mir sicher, dass ich einen Ring des Lebens finden werde. Seelen sind natürlich immer gut. 2000 Seelen safe. Wieso nicht? Wir werden mit der herrenlosen Seele starten. Keine Ringe oder sowas. Herrenlose Seele ist ganz gut. Gesichtsvoreinstellungen. Oh mein Gott. Das sind jetzt alles... Oh nein. Das sind jetzt alles keine Models. Wir nehmen einfach hier den ganz normalen Bürger. Was soll's. Der muss nicht so gut aussehen. Hat eh meistens eine Rüstung an. Ja, nicht so... Machen wir mal so, dass er nicht ganz so wie ein Lauch aussieht. Aussehen, Alter, Erwachsen haben wir schon gemacht. Stimme. Kann man da Probe hören? Oh,
Nee, das ist zu weinerlich. Dann nehmen wir auch hier die erwachsene Stimme. Die Details ändern wir nicht, Hautfarbe nicht, Gesichtsdetails, was kann man da machen? Pupillen, Haare und Bärte, da kann man mal gucken. Frisur. Ja, so eine Manga-Frisur will ich jetzt auch nicht haben. Pisspot-Schnitt ist auch nicht so gut. Hier, Glatze ist gut, Bruce Willis-Style. Das machen wir. Ein Bart braucht er natürlich auch. So ein Salafistenbart. Nee, den wollen wir nicht haben. Hier, das sieht ganz gut aus. Oder gucken wir mal hier. Nee. Ja, der Bart sieht sehr ungepflegt aus, aber wir sind ja auch ein... Wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir ein... Scheiße, wie sagen die immer? Ich hab's vergessen. Ein Unentfachter, ne? Unentfachter, so... Haben wir wenigstens nicht das Standardgesicht so. Oh, Tätowierungen? Moment. Halt. Tätowierungen. Ach, da können wir uns auf der Stirn was tätowieren lassen. Nö. Kann man das auch auf dem Körper oder so machen? Muskulatur, Körperbehaarung, Körperdetails? Nö. Ja, dann lassen wir das. So sieht also unser Pyromant dann aus. Dann erstellen, abschließen. Das Spiel mit diesem Charakter beginnen. Und los geht's in Dark Souls 3. Ich weiß jetzt schon nicht, warum ich mir das antue. Aber weiß ich nicht. Vielleicht bin ich schizophren veranlagt. Ich muss mal zum Arzt. Ja, Totenacker der Asche, da fangen wir also an. Frisch aus der Gruft. Ja, den Anfang, wie gesagt, habe ich schon gespielt. Hier, diese Nachrichten auf dem Boden sind Standardnachrichten. Was ist denn jetzt? Ich dachte, ich hänge jetzt hier schon fest. Ja, die sind nun mal da, auch wenn man nicht online spielt. Das wird einem die Steuerung erklärt. Das brauchen wir alles jetzt nicht. Ich habe bis zum Feuerbrandschrein gespielt, also den ersten Boss quasi besiegt. Und, ja, bevor wir hier loslegen und zu diesen Ochsen da gehen, gucken wir uns natürlich an, was wir hier so, Moment, was wir hier so im Inventar haben. Wir haben die Estus-Flakons ganz normal. Wir haben ein Finster-Symbol. Verliere Seelen und kehre zum Leuchtfeuer zurück. Okay. Dann unsere Seelen. Seelen, namenlose Soldat. Okay. Das ist diese namenlose Seele, die wir uns am Anfang ausgesucht haben. Keine Ahnung, wie viel die bringt. Lebewohl-Kristall. Habe ich auch noch keine Ahnung, was der macht. Reif des weißen Pfades. Stellt die Verbindung zu anderen Welten her. Okay. Das ist unsere Standardausrüstung. Hier haben wir schon mal einen Feuerballzauber. Eine Axt. Bogen haben wir nicht. Eine Hand. Pyromantieflamme. Okay. Ein Schild. Der nicht so gut ist. Der blockt auch nicht alles. Also würde mich schwer wundern, wenn wir von Anfang an ein Schild haben, was alles blockt. Das wird nur ein Teil absorbieren. Das ist unsere Ausrüstung. Ja, die Pyromantenausrüstung, sonst haben wir ja noch nichts. Ring des großen Sumpfes verstärkt Pyromantie. Was für ein Wunder. Und das war's dann auch schon. Mehr haben wir gar nicht. Cool. Einen Moment, ich muss noch was ändern. Denn
Keiner braucht eine Seele da zum Zugreifen. So, das sind unsere Gegner. So, kloppen wir schön weg. Wie gesagt, den Anfang kenne ich schon. Wird mir deshalb etwas leichter fallen, hier zurechtzukommen. Und das ist der Asche-Estus-Flakon. Ich weiß nicht, ob es den in den anderen Teilen gab. Ich glaube nicht. Der müsste neu sein. Der lädt aber unsere Magie wieder auf. Ja, denn auch ich habe mir ein, zwei Trailer und ein bisschen Gameplay vorher schon angeschaut. Denn ich kaufe ja nicht die Katze im Sack. Also ich schaue mir immer ein bisschen an. Aber wirklich gespoilert wurde ich jetzt auch nicht. Wir können natürlich auch den Backstep ausführen, wie ich hier gerade vorbildlich gezeigt habe. So, oh, da ist schon wieder unser Kamerad hier. Die haben natürlich auch Fernangriffe. Jetzt bloß nicht schon am Anfang treffen lassen. So. Na komm, den machen wir auch hier. Oh! Ja. Das sollte jetzt nicht unbedingt passieren. Aber egal, die sind auch jetzt nicht so extrem stark. Immer schön gucken, ob man hier was übersehen hat. Ich habe zwar schon hier gespielt den Anfang, aber das heißt ja nicht, dass ich auch alles gefunden habe. Denn ich habe das Spiel schon etwas länger. Eigentlich, was heißt etwas länger? Seit Release. Und guckt euch das mal an, wie geil das einfach aussieht. Das ist jetzt keine bahnbrechende Technik, aber es sieht einfach sowas von cool aus. Das Art-Design von Dark Souls ist sowieso genial. So, hier haben wir dann auch das erste Leuchtfeuer. Das entzünden wir. Selbstverständlich rasten wir da auch, damit wir aufgeladen sind. So, eine Geste bekommen. Mehr können wir hier sowieso nicht machen. Ich muss einmal kurz gucken. Ja, genau, der macht das Schild nämlich weg und dann alles klar. So, Sportsfreund. So, da gibt's mal einen richtigen Hammer. So. Hier sieht man schon, die halten schon zwei Schläge aus, beziehungsweise einen starken Schlag und einen... normalen Schlag. So, immer schön aufpassen. Da ist nämlich noch einer. Na komm. Ah ja, und wir sehen schon... wir sehen schon, dass wir abgeblockt haben und trotzdem Energie verloren. Das ist... oh Gott, wie ich mich... so. Ich wollte nur zeigen, das wird öfter passieren, dass wir sterben. Mein Gott, wie blöd, ey. Voll unvorsichtig. Aber egal, das ist ja noch am Anfang. Wir sind ja jetzt nicht so weit weg. Wir starten ja am Leuchtfeuer. Der Feuerbandschrein ist auch nicht weit weg von hier. Dann wisst ihr ungefähr, was ich gespielt habe. Nämlich nur dieses Stück. Und in eine andere Richtung. Hier am Anfangsgebiet kann man noch was entdecken. Da gehen wir auch noch hin. Aber dazu später mehr. So, wir wollen natürlich jetzt erstmal hier etwas unbeschadeter... ja, willst du mal was machen? Ich will nämlich nicht unbedingt, dass ich jetzt hier die ganze Zeit Treffer kassiere. Weil wir sehen, wir haben nur drei Estus-Flakons. Also das ist jetzt nicht die pralle Masse. Es reichen natürlich auch zwei normale Schläge. Wow, was ist hier los? Naja, das ist jetzt... das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte hier, mich mit... Alter, mich mit zwei anlegen. Ja. Das ist echt ein Problem, dass wir hier nur so ein ollen Schild haben. Ich habe, wie gesagt, mit dem Ritter angefangen. Und da hatte ich ein Schild, was von Anfang an alles blockt. So, wir sehen da auf jeden Fall was. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Erstmal gucken wir uns hier um. Okay, da können wir hin. Alles klar. Lag hier irgendwas? Nein.
Aber wir können hier noch runter. Natürlich werden uns auch hier Gefahren begegnen, wie diese Ochsen. Oh ne, da ist so ein Schütze, ne? Das ist ja doof. Das Anvisieren ist wie immer in Dark Souls nicht ganz so leicht. Er verliert öfter mal. Oh, hat er das abgeblockt? Nicht zu fassen. Ah, nee. Okay. Nein, du Schwein. Naja, was macht man nicht alles für Brandbomben? Jetzt haben wir aber schon wieder ordentlich kassiert, ne? Wir kommen nicht drum herum, mal etwas zu uns zu nehmen. So, dann gehen wir noch mal hier hoch. Kennt man vielleicht auch schon aus dem ein oder anderen Trailer. L3 beim Sprinten. Ja, das war tatsächlich L3. Gut, dass ich noch mal die Nachricht gelesen habe. Ich dachte, Springen funktioniert irgendwie anders. So, mal schauen, ob wir das gebacken bekommen beim ersten Versuch. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das macht aber gar nichts. So, den haben wir aber ganz schnell weg. Hier ist noch so ein Bogenschützen-Heini. Auch weg. Und wie ihr seht, dieser Glückswert von unserem Pyromanten ist echt nicht besonders hoch. Die lassen nichts, aber auch gar nichts fallen. So, wir werden uns aber natürlich dieses Item holen, was da liegt. So, kann man da drauf. Denn das ist eine kleine Titanitscherbe und Titanitscherben sind dazu da, um unsere Waffe zu verstärken.